Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Willkommen auch alle anderen, die per Zufall oder Neugier auf dieses Video geklickt haben. Heute Vollidioten Fortnite, aber mit dem großen Unterschied, dass ich heute auch den Bugblock auf erzähle, wie er am besten funktioniert, was ihr beachten solltet und das Wichtigste, wie ihr das nicht benutzt. Ich werde nochmal ein separates Video dazu machen, wie man ihn am besten nutzen kann, wie man ihn am besten ausschöpfen kann, was man beachten sollte. Das Video wird wahrscheinlich sehr ausführlich sein, aber ich hoffe wahrscheinlich, ich werde alle Fragen beantworten. Dementsprechend, wenn ihr jetzt schon Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne mal reinschreiben. Dann kann ich das auch zu den nächsten Video entsprechend ja, erzählen. So, wir können jetzt hier im Hintergrund sehen, wie der Bugblock auch funktioniert. Ihr habt jetzt gesehen, das wurde editiert. Und die lustige Sache ist, und zwar, ich werde jetzt gleich einen Boden platzieren. Und zwar, so wie der Boden hier platziert worden ist, so sehen die Höhlen das auch. Das heißt, dieses Editieren, das sehen sie nicht. Das heißt, sie laufen so lange da lang, bis sie einen Weg finden, durchzukommen. Manchmal stapeln sie sich und buggen sich durch. Da realisieren sie auch noch nicht ganz, dass sie da durchgekommen sind und brauchen eine Zeit, ehe sie das raffen. Und das ist sehr, sehr interessant zu wissen bei diesem Bugblock-off. Das heißt, man muss schauen, wie man dort am besten arbeitet. Das heißt, editierte Böden sehen Sie als normale Böden. Das heißt, so wie man sie editiert, kann man dafür sorgen, dass die Höhlen nicht durchkommen. Die Sache ist bloß, das bringt aber nur im Ganze was, wenn man auch weiß, wie das funktioniert und wie man am besten arbeitet. Kommen wir nämlich zu den Höhlen, die diese Bugblock-offs angreifen bzw. zerstören können. Hierbei gibt es verschiedenste Höhlen und auch verschiedenste Nebelmonster. Ich habe jetzt natürlich schon fast gesagt, Smasher ist die erste Hülle. Hier funktioniert das aber etwas anders, wie man es jetzt verstehen könnte. Die chargen natürlich nicht separat auf diesen Bug rauf. Das werdet ihr auch sehen. Da werden auch gleich die ein oder anderen Smasher von links kommen, die sich dazu entscheiden, einen anderen Weg lang zu laufen, weil sie frühzeitig diesen Bugblock auf sehen und dementsprechend dort. Also, ihr könnt sehen, normale Höhlen laufen da lang, aber das liegt auch daran, dass die Teammates dort sind. Was jetzt hier die Empfehlung ist: Smasher greifen entweder Spieler an, das heißt, nicht hinter diesem Bugblock aufstehen, versucht auch euch auf einer erhöhten Position zu bewegen. Und die nächste Sache ist, was man beachten sollte, und zwar versucht auch keine Wände dahinter zu platzieren. Und wenn ihr dort Wände platziert, gradet sie maximal ab. Denn das ist das Wichtigste, das A und O. Warum? Wenn ein Smasher einmal chargt, dann ist die Wand relativ schnell weg. Das heißt, spielt auch mit Fallen, die Gebäudekondition erhöhen. Spielt am besten auch mit dem Konstrukteur, der Gebäudekondition erhöht. Hierbei, wie gesagt, Basis-Kai. Dann natürlich auch entsprechend mit Gebäudeheilung. Das heißt, ihr versucht, die maximalen Support reinzubringen. Spielt mit Banner, um hier halt entsprechend wirklich etwas reißen zu können. Das sollte man also entsprechend beachten bei dem Smasher. Kommen wir jetzt entsprechend zu einer Höhle. Ihr werdet noch zwei weitere Höhlen gleich sehen, die auch das angreifen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die andere Höhle. Die jetzt, die normale Hülle, das ist eine Kavum-Hülle. Ihr kennt sie, die Propantanks. Derzeit sind es ja Torten. Habe ich schon gestern mit einem Kollegen rausgefunden. Ist eine ganz nette Sache, die Torten. Ich werde die Markenlamas wahrscheinlich nicht öffnen, erst wenn neue Waffen reinkommen. Weil, ja, wenn ich meine Sammlung komplett voll habe, dann ist es natürlich so, dass du dann halt immer die neuesten Dinger bekommst. Gut, ich habe Boom-Bong-Bogen bekommen aus dem ersten Upgrade Geburtstagslama. Also nice try. Geil. Habe ich schon dreimal, jetzt habe ich ihn viermal. Naja, ist auch egal. Jetzt könnt ihr hier auch ja, die anderen Höhlen sehen. Wir kommen gleich dazu. Nochmal zu den Kavum-Höhlen. Wenn sie keinen Weg rein sehen in den inneren Kreis, kann es sein, dass sie sich wegsprengen. Das heißt, man versucht dort schon im Voraus Scheinwerfer zu platzieren, damit diese Höhlen entsprechend dort nicht langlaufen können. Das sollte man also dementsprechend beachten oder nicht langlaufen, sondern halt dafür sorgen, dass die Propantanks bereits ihre Propantanks verlieren. Ja. Und das sollte man beachten. Natürlich ist es auch so, beim Smasher ist es genauso, wenn eine Wand als Ziel ausgewählt worden ist vom Propantank, schmeißt er das Fass rüber. Das heißt, man sollte hier auch auf dem Boden Luftabwehr platzieren, um dies zu verhindern. Ihr merkt also, man muss auch immer noch auf sehr viel achten. Und normalerweise achtet man darauf, wenn man, ich sag mal so, schon standardmäßig spielt. Kommen wir jetzt zu den zwei Hüllen, die wir jetzt auch gerade schon gesehen haben. Besagt, ja, das Nebelmonster und die Hülle. Hierbei sind es natürlich Schleuderer. Auf die müsst ihr achten und auf Hexen. Das heißt, Luftabwehr sollte am Start sein. Naja, gut, vielleicht nicht platzieren, wenn sie schon da sind. Und ja,
Wie kann man sich jetzt gegen Schleuderer schützen auf einer sehr hohen Stufe? Hierbei gibt es, ich glaube, eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten. Entweder du hast eine Luftabwehr auf Damage geperkt, spielst dann noch überladene Fallen, dass du nochmal, glaube ich, 8,5% mehr Schaden machst mit deinen Fallen. Ist natürlich möglich, ja, aber du kommst vielleicht nicht auf den maximalen Schaden. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einen Verteidiger zu platzieren. Welchen Verteidiger würde ich dir empfehlen? Ich würde dir hierbei keinen Scharfschützenverteidiger empfehlen, keine Heavy Sniper, denn dadurch, dass dieser Bug halt existiert und die Höhlen halt um die Datenbeschaffung zum Beispiel rumlaufen, wird der Verteidiger sich separat erstmal auf die Bodenziele konzentrieren als auf die Luftziele. Das heißt für euch, ihr solltet hierbei Sturmgewehrschützen nehmen, die sind am besten geeignet, baut ihn aber so ein, dass er nur auf, ja, Luftziele eingehen kann und diese beschießen kann. Das sollte man also entsprechend beachten. Was man hier ganz gut sehen kann, die Teammates sind wirklich sehr, sehr überfordert. Da kommt jetzt ein Smasher, der chargt jetzt tatsächlich. Der hat wahrscheinlich die Wand als Ziel gesehen und man kann sehen, oh, da kriegen wir schon wieder richtig viel Schaden. Ist eine ganz nette Sache. Das entsprechend dazu. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit. Das würde ich gerne noch nutzen. Und zwar erstmal zwei Kommentarschreiber. Den ersten, wie gesagt, die Namen, wie gesagt, habe ich wieder vergessen. Aber an dem, was sie halt geschrieben haben, werden sie sich schon ein bisschen erkenntlich zeigen können. Aber den einen, wie gesagt, das ist der Warlock. Den kenne ich noch. Ja, sein Name ist wenigstens etwas einprägsam. Weiß gar nicht warum. Ja, er hat ja gefragt, ob ich mal mit ihm zusammenspielen soll oder ob ich Motivation habe, mit ihm zu spielen. Besser gesagt, weil ich mal ein Video gemacht habe, Vollidioten Fortnite. Das war jetzt, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen. Nicht jeder von euch kann sich das anschauen. Ich habe das ab 18 geschaltet. Dementsprechend solltet ihr da schauen, wie ihr das am besten macht. Um euch das mal anzuschauen. Das nur am Rande. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil da so viele Beleidigungen kamen. Das heißt, nicht jeder hat das gesehen. Nur so am Rande. Ja, normalerweise, ja. Wäre natürlich nett, also wir können mal zusammen spielen. Ich hatte jetzt aber in einer relativ wenig Zeit gehabt, auch generell, ja, weil ich halt die Videos gemacht habe und sonstiges. Und generell, ich habe jetzt in der letzten Zeit nur noch mit zwei Kollegen gespielt: einmal mit meinen Kollegen, mit denen ich eigentlich COD spiele, Mut Stefan. Ja, der will auch mal in die Videos kommen, aber wenn ich in die Videos reinmache, dann müsste ich das Video auch wieder ab 18 schalten, weil die Beleidigungen, die da rauskommen, Junge, es ist einfach nicht geil. Da kommt das N-Wort vor. Ja, das amerikanische N-Wort, also. Ah, und ich weiß nicht, das kannst du halt nicht in Fortnite reinbringen. Ja, ist halt schwierig. Ja, das nur am Rande. Da kommen noch andere Beleidigungen. Dementsprechend muss ich ihn erstmal dazu bringen, dass er erstmal niemanden beleidigt und nicht so eine harte Beleidigung macht. Und dann sollte es funktionieren. Reden wir jetzt entsprechend ja, darüber. Wir können, wie gesagt, spielen. Ich muss mal schauen, wann ich dir die FA schicke. Weil, wie gesagt, bisschen im Stress zu Hause bin ich auch. Das heißt, ich habe eigentlich meistens nie so viel Zeit tatsächlich. Meistens am Abend, dann auch nicht so viel. Und sonstiges, zum Beispiel jetzt lasse ich ja einen Kollegen gerade in COD, also meinen Kollegen Grünkohl, gerade hängen. Oh, guck mal. Luftabwehr ist unten nicht vorhanden. Propantank schmeißt sich einfach mal kurz weg. Ja, schmeißt kurz sein Geschenk weg. Ja, ist also eine nette Sache, sollte man also auch beachten. Scheinbar oder halt Luftabwehr zu platzieren, hatte ich ja gesagt. Aber das nur am Rande. Vielleicht Decken fallen, die auch vielleicht Schaden machen. Das werdet ihr nämlich gleich sehen. Er kriegt nämlich gleich Schaden. Ja, da hat er gerade Schaden bekommen und sprengt sich trotzdem weg. Nice 2. Also beste Falle EU West. Ja, das dementsprechend dazu. Ich spiele sehr viele andere Spiele. Conan Exiled spiele ich gerade sehr gerne und so. Also ob ich da Fortnite, das ist meistens immer sehr, sehr random. Ob das überhaupt funktioniert, muss ich halt dementsprechend schauen. Kommen wir jetzt zum nächsten Kommentarschreiber. Der hat nämlich gesagt oder gefragt, ob er mir, oder besser gesagt, er hat gefragt, willst du von mir Waffen haben, die du dann in deinen Videos vorstellen willst? Ich würde sagen eher nein. Ich möchte hier natürlich jetzt niemanden kränken oder so, aber ich möchte hier natürlich sagen, warum das so ist. Warum ich das nicht machen möchte. Das liegt erstmal daran, ich möchte am liebsten auch diese Waffen selber dann besitzen, als Skizze, um sie halt jederzeit herzustellen, wenn es halt Waffen sind, die mir gefallen. Das wird wahrscheinlich bei diesen Baseballschläger sein, dass ich die Waffe dann wahrscheinlich auch selber haben möchte. Generell die Retro-Science-Fiction-Waffen werde ich sowieso selber behalten wollen. Das heißt, es bringt mir relativ wenig, dann
entsprechend mit dir dazu zu spielen und die Waffe zu testen. Und dann entsprechend dazu ein Video zu machen und dann halt nicht so das Originale zu sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da erzählt dann jemand irgendwas über Waffen, aber hat diese Waffe nicht selber. Das ist dann auch ein bisschen doof. Dementsprechend hoffentlich kannst du meine Entscheidung da verstehen. Ich werde separat hoffentlich nochmal als Kommentar schreiben. Ansonsten schreib hier nochmal einen Kommentar. Kann nicht sein, auch dass ich es verplant habe. Ich bin nämlich gerade noch dabei, privat einen großen Stall für meine Hasen zu bauen. Für die Kaninchen besser gesagt, meiner Schwester. Weil sie derzeit Probleme hat. Und da versucht man sie natürlich ein bisschen zu entlasten. Und ja, jetzt kommen wir natürlich nochmal zum letzten Punkt tatsächlich, den ich hier nochmal erwähnen möchte. Und zwar zu den Boombox-Waffen generell. Ich habe einige Fehler gemacht, die werde ich separat nochmal ein extra Video machen. Das dazu, wenn ihr aber Fragen zu den Boombox-Waffen haben solltet, werde ich das alles zusammen auch wieder in ein separates Video packen, um dann entsprechend die Fragen zu beantworten. Ich kann das natürlich separat auch, also ich könnte das dann entsprechend auch in einen Kommentar machen. Falls aber, wie gesagt, jemand anderes gut sein sollte mit den Waffen, kann er das natürlich auch machen. Soll jetzt natürlich nicht an mir liegen. Aber das will ich hier nur am Rande gesagt haben. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns natürlich dann wieder, wenn ich dann ein Video mache, wie ihr diesen Bugblock auf am besten benutzen könnt. Und ja, bis dahin, Leute, und ciao.